Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Karmesin hier auf meinem Kanal. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wir facen nochmal den Dschungelwüstenherrscher. Dschungelwüstenherrscher. Wie komme ich auf Dschungel? Ich war noch nicht in einem fucking Dschungel. Und das machen wir jetzt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, ein Abo auf meinem Kanal. Für den Support würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch gerne Kommentare jeglicher Art oder fast jeglicher Art zu meinen Videos zu Pokémon. Falls ihr Ideen habt, Anregungen, lasst es mich wissen. Und zwar suchen wir jetzt diesen Wüstenherrscher. Wo war der nochmal? Okay, geradeaus. Let's go. Was ist das? Hä? Das ist doch dieser Wurm von dem der andere Herrscher gewesen. Hä? Sternstück. Cool. Cool, cool. Ach ja, ich hatte beim letzten Mal noch rausgefunden, dass man sich hier hin teleportieren kann, zu diesen Türmen. Das sind scheinbar irgendwie Teleportationspunkte. Oder Flugpunkte. Wo man sich hin... wo man hinfliegen kann. Ein Mondstein. Oh, hier, Wakashil oder so heißt der, glaube ich, ne? Weiterentwicklung von Geronimatz. Da ist er. Schauen wir mal, ob wir ihn diesmal besiegen können. Wir haben nicht herausgefunden, glaube ich, beim letzten Mal, was für ein Typ das war, oder? Weiß das noch jemand? Wir könnten auf jeden Fall Karmalen probieren, weil ein Boden könnte es schon sein. Obwohl, warte mal, nee, Boden ist ja irgendwie doof, weil... Nee, dann... Falsche Taste. Das zweite Mal. Nehmen wir Feliospa. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber wir müssen versuchen, ihn zu besiegen auf jeden Fall jetzt. Ich habe ihn einfach so... Hallo? Hallo? Ich stehe in dir. Es ist doch auf jeden Fall irgendein Donphan oder so. Es sagt ja auch Donphan. Samenbomben sind sehr effektiv. Okay, steht da zumindest, welche Sachen effektiv sind und waren. Das ist schon mal gut. Boah, der ist immer noch recht stark, ne? Und vor allem ist er schneller als ich. Das ist halt irgendwie heftig. Au. Oh. Ah, fuck. Krass, ey, der ist immer noch stark. Hm. Fee ist sehr effektiv. Fee ist sehr effektiv. Was könnte es denn sein? Kampf vielleicht? Irgendwie Kampfboden oder so? Oder Kampf, Bodenunlicht vielleicht auch. Nee, denn wäre Kampf sehr effektiv. Au. Och man, der ist immer noch voll stark. Scheiße. Ich dachte, wir könnten ihn mittlerweile mal besiegen. Oh nein. Das ist ärgerlich. Der ist halt super schnell vor allen Dingen. Das ist die Kacke.
Er hat halt Durchbruch, der wird mich... Den werde ich wieder nicht schaffen, das kann ich vergessen. Ey, selbst Abschlag zieht mir mehr als die Hälfte. Ich hab's überlebt. What the fuck? Wieso macht er nicht Durchbruch? Der wird mich damit töten. Er ist also ein bisschen dumm. Okay. Pass auf, wenn ich nochmal Erdbeben landen kann. Dann müsste der andere kommen, als Support zumindest, ja. Hallo. Okay, jetzt muss ich aber... auf jeden Fall heilen. Ja, egal, Beleber nutzen. Ja, den belebe ich nicht wieder, der belebt gar nichts. So, den Taro Gifa oder wie der da heißt, den kann ich überhaupt. Entschuldigung. Kann ich halt überhaupt nicht nutzen. Weil der ist halt, hat doppelte Anfälligkeit gegen seine Kampfattacke. Hey, das, ist das nicht der. Brauchte ich noch einen Trainer? Oder zwei hier in der Wüste? Jetzt belebe ich ihn doch wieder. Na, dann können wir da gegen den Trainer kämpfen, der direkt neben dem Herrscher steht und keine Wimper verzieht. Ne? Das ist. Hallo. Ach, kann ich gar nicht. Ich trigger ihn vorher. Naja, egal. Jetzt kommt ja der andere zur Hilfe im Regelfall, ne? Vielleicht kann der mir dann helfen, ja, mit einem guten Pokémon. Ich glaube aber trotzdem, also wenn der mich nicht vernünftig hilft, sondern wieder nur so einen Mushas mit Silberblick hat, dann wird das schwierig. Dachte ich, wird es. Alupenio, ich kann das immer nicht sehen, das ist super blöd. Ich kann nochmal Terra kristallisieren tatsächlich. Macht das Sinn? Na, wir machen erstmal... Oh, das ist dieses Eierschalen-Pokémon als Weiterentwicklung wahrscheinlich, oder? Sieht ja richtig weird aus. Da steht's jetzt sehe ich's. Au. Das ist nicht sehr effektiv und hat einfach mir mega viel gezogen. Holy shit. Er ist stark. Und auch relativ schnell tot. Okay, pass auf, wir... Nee, macht das Sinn? Ich mach erstmal... Ah, komm, wir haben es fast. Einer von uns stirbt aber jetzt. Ja, das ist beschissen. Schade. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt Terra kristallisieren, dann machen wir auf jeden Fall gut Damage. Da muss ich nur noch einmal drankommen. Denke ich. Gut, dass seine Initiative geslowt wurde von dem anderen.
ich weiß gar nicht, ob einmal reicht. Schade. Okay, ich bin weg. Wen nutzen wir? Wen nutzen wir? Wir können... Wir dürfen mit Pupitan Treffer landen und mit Pampros. Wir nehmen mal Pupitan. Pampros wurde auch nicht gewone-hitted von ihm. Oh, ich hätte eher mit... Oh, ich bin schneller! Oh, perfekt! Ja... Gut, dass ich schneller war. Ich glaube, Fruststampfer ist eine Kampfattacke. Los, Leute, ich schaff das jetzt. Da ist er jetzt schneller? Was ist das für ein Quatsch? Wieso ist Pupi da schneller? Oh nein, es hat nicht mal gereicht. Okay, bin ich jetzt schneller? Ja! Yes, Leute! Uff, das war heftig. Der war nicht einfach. Das war ganz schön krass. Vier Herrscher haben wir. Nice. Wie viele Orden haben wir? Auch vier, ne? Ich glaube, wir haben auch vier. Hey, Mensch. Jetzt kommt wieder der Hund, der ein bisschen zu Kräften kommt. Das Beste an diesem Cutscenes ist die Musik. Sag ich, wie das. Ich glaube, hätte ich verloren gegen den nochmal, dann hätte ich meinen Feliospa weiterentwickelt und dann nochmal probiert. Ich finde halt bisher, Feliospa ist nicht so mega stark. Also hält nicht so viel aus. Das Gefühl, das ist so ein bisschen sehr schwach auf der Brust. So. Sehr schnell tot. Mir gefällt mein Team auch noch nicht so hundertprozentig irgendwie, bin ich ehrlich. Müssen wir mal gucken, ob wir nochmal irgendwie was Cooles finden, was man sich fangen kann, was man dann... vielleicht mitnehmen. Eigentlich könnte ich fast den gleiten. What? Kann ich jetzt fliegen? Irgendwas hält ihn davon ab, seine Fähigkeiten zu bekommen. Ich spreche von einer seelischen Wunde. Einem Trauma. Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mit einem Kampf schlimme Erfahrungen gemacht hat. Okay. Okay.
Ich hoffe, wie gesagt, was ich beim letzten Mal auch schon sagte, da kommt irgendwie noch eine coole Story dazu oder so. Dass man jetzt quasi hier die Arenen und dann natürlich die Top 4 und die anderen zwei Aufgaben durchrushen muss und danach wird es vielleicht nochmal cool. Ach so, du gleitest so runter. Ah, okay. Okay, meine Pokémon sind fit. Dann kann ich ja jetzt auch den Trainer. Noch ein Mondstein. What the fuck? Ich trage Shorts. Aha, ja, kleiner Knirps, ey. Deine Smalltalk-Künste sind auch vom Feinsten, sag ich. Olli. Bist bestimmt beliebt in der Schule. Ramelin. Ah, ja, schon genau das Richtige auf dem Feld. So, Level 20 ist ja lächerlich. Blub. Tschüss. Hm. Frischluft für die Knie. Den Entwicklern fällt halt auch nichts mehr ein, was die NPCs sagen können. So, passt auf. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen hier hin. Und gehen dann da den Weg weiter zu dem fünften Arena-Leiter. Ein See, so Kids. Zweimal Sprudel. Hä? What the fuck? Wo sind wir? Da ist der Weg. The fuck bist du denn? Oh, das dürfte die Weiterentwicklung. Das sieht so aus wie eine Weiterentwicklung. Das ist bestimmt Insekt, ne? Das ist doch doof. Von diesem kleinen Mickrick oder so hieß der doch, ne? Der Käfer. Ich glaube nicht, dass das eine erste Entwicklung ist und dass man die fangen sollte. Das ist, meine ich, eine Weiterentwicklung. Ausdauer. Ausdauer ist halt auch eine Fee oder eine Attacke, die eigentlich irgendwie Schwachsinn ist. Hm. Zack. Ja, Mickrick, ja. Da, wir haben nämlich beim Besiegen eine Mickrick-Kralle gekriegt. Okay, jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass das eine Weiterentwicklung ist. Deswegen wollte ich sie halt nicht fangen. Grasfeld. We don't need this. Energiestaub. Brauchen wir auch nicht. Guck, jetzt müssen wir hier weiter. Da ist dieser Hund, den haben wir schon. Zubiris, das haben wir damals nicht gefangen. Wait, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Hallo. Oh, das ist jetzt aber Level 21. Das ist ja nicht so stark jetzt. Überlebt das irgendwas? Habe ich irgendeine nicht effektive Attacke? Nee, nur wirkungslos oder effektiv. Okay, was ist dann wohl meine schwächste Attacke? Ich glaube, hier Aquaknarre dürfte recht schwach sein. Das zweite hat auch gewartet. Guck mal, ist gar nicht alleine losgelaufen. Oh, das ist aber fies, Nachtnebel. Das macht ja doch ganz schön viel Schaden dafür, dass es nur so ein kleiner... Ui, das ist easy ausge... Easy. Nein, jetzt blockiert er das. Wie fies. Meine ganze Taktik ist hin. Du Schwein. Okay, probieren wir einen Biss. Scanner, was ist mit ihm? Er ist einfach zu schlau. Okay, wir werfen einfach einen Ball. Wie wär's damit? Haha. Schade. Dammit. Ha, Scanner, lame. Kann der keine Angriffszeit? Ach doch, der hat ja Nachtnebel gemacht. Haha, ja, ich... Oh, Mann. Du Schwein! Aha.
natürlich ein Volltreffer. Das war nicht mein Kampf. Ich sag's, wie es ist. Oh, Level 34. Warte, Taurus. Was ist mit dir? Hauptsache der Bedroher, du Schwein. Lass mich in Ruhe jetzt. Wo ist das andere? Oh, es steht die Picknick-Sache. Schwein. Können wir hier einen Biss versuchen? Ich vermute nicht. Ne? Oh. Die sind ja echt scheiße. Ja. Ja, jetzt ist Aussetzer egal. Yes. Nice. Tobiris. Zack. Okay. Ach. Was soll das? Hau doch ab. Blöde Taurus. Was ist denn mit denen? Ist das? Oh, das ist diese Weiterentwicklung von dem Stein. Nee, brauchen wir nicht fangen. Wollen wir lieber entwickeln. Ich bin nämlich kein Freund davon, wilde, starke Pokémons. Wilde, entwickelte Pokémon zu fangen. So. Ein Medite. Hallo, ich bin eher ein Stubenhocker. Ja, Glückwunsch. Warum stehst du denn hier draußen? Oh ja, weil ich nicht in Gebäude kann, kann ich dich ja sonst nicht betteln können. Das stimmt. True. Vati. Level 24. Tschüss. Diese Aussicht kann wirklich... Ja, wenn du nicht rausgehst, dann siehst du auch nichts, Kollege. Okay, Medite. Was sind hier die Pokémon-Level? Wir waren ja in der anderen Höhle, da gab es auch ein Medite. Oder es lief darum. Das war dann damals irgendwie Level 37. Guck mal, das hier ist nicht so stark. Biss ist eine normale Attacke. Okay. Aua. Nice. Medite wurde gefangen. Zack. Ah, Kaumalat, ey. Das wäre auch krass zu haben, ne? Knackrack ist halt übel. Gegen den kann ich keine Pflanze machen, weil der ist Boden. Den würde ich vielleicht sogar mit ins Team nehmen. Weil bisher habe ich noch nicht so... Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so die Vibes für neue Pokémon im Team, die super krass sind irgendwie. Wo ich jetzt sage, die will ich unbedingt mal mitnehmen, weil ich den trainieren will, weil ich denke, der könnte heftig werden. In mein Team, aber was legen wir weg?
Wir müssten wahrscheinlich Pampros weglegen, weil wir zwei Boden sonst hätten. Ich würde Kamalm auch gerne noch austauschen. Gut, wir haben ja hier sowieso schon zwei Boden. Ne? Sorry, Pampros. Okay, und ich würde gerne... Nee, falscher Knopf. So, I'm so sorry. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Was ich noch mitnehmen wollte, ist das hier. Und ich möchte Kamalm wegnehmen. Kamalm habe ich mitgenommen eigentlich als Wasser-Pokémon, aber das ist mit seinen... Ich kann hier nicht auf ihm reiten, okay? Das ist leider mit seinen Wasserattacken irgendwie nicht so stark. Hier kann ich. Dass ich irgendwie sage... Oh! Wie heißt der noch? FM! Das ist auch ein Drachen-Pokémon, glaube ich. Oder wird auf jeden Fall zum Drachen. Der entwickelt sich irgendwie super spät. No, du Schwein! Gott sei Dank. Er wollte mich wegpusten. Nix da. Nice. Was ist da unten? Was war das? Habt ihr das gesehen? Da hinten. Hier, und der entwickelt sich leider super spät zu Urhafnir. Und solange wie der sich nicht entwickelt hat, ist er einfach super schwach. Hier, wo ist es? Was bist du? Hallo? Was ist das denn? Das sieht ja witzig aus. Lumispross. Oh, was machen wir? Wir machen Schlitzer. Oh, okay. Nicht sehr effektiv, Wood. Giftbelag. Hm. Und Tarnsteine. Das ist ja ärgerlich. Ich sollte nicht wechseln. Es ist nicht effektiv. Was könnte es sein? Gestein vielleicht? Vielleicht Gesteingift oder so? Ich könnte ihn einwechseln, weil der kann nicht vergiftet werden. Lumispross. Ich tippe auf Giftgestein oder Gesteingift. Ah. Okay, sehr lustig. Ups. Ich belebe den jetzt erstmal wieder, weil ich will eigentlich, dass er zumindest mit Erfahrung bekommt, dass es sich irgendwann halt dann entwickeln kann demnächst. Guck mal, da ist auch direkt ein Knacksel. Knacksel. Hariyama. Das ist ein Trainer. Hilfe! Oh nein, ich rette dich. Ach, Herr Jemine, bin ich darauf reingefallen, auf den Hilferuf. Ach, du Schande. No, sie hat mich komplett verarscht. Was ist das denn? Flanival? Okay, das ist aber schon Wasser, oder? Oh, Eis. Aua. Ja, hat gereicht. Planival. Okay. Sah irgendwie lustig aus. Also ich habe viele Pokémon hier bisher auch schon gesehen. So neue. Bei Kämpfen, bei Arena-Kämpfen oder Trainerkämpfen, die ich so noch nicht
in der Wildnis gesehen habe. Terra-Stück, was? Oh, noch ein Trainer. Hallo! So stark, so selten. Hallo. Du Trainer. Okay, ich will dein seltenes Pokémon sehen. Hast du ein Mewtwo? Gnabon. Das habe ich auch. Das ist nicht selten. Das gibt's überall. Hm. Du Schwein. Habe ich einfach verarscht. Hm. Da können wir nicht viel machen mit ihm. Mit Feliospa. Tschüss. Und zwar schicken wir... Ah, schade, der ist nicht fit. Sonst hätte ich ihn jetzt eingewechselt. Aber ich glaube, wenn er eine blöde Attacke macht, dann könnte kaum Malat sterben. Naja, okay, das hätte ich überlebt. Schade. Naja, egal. Er hat einen Stein verbrannt. Das ist lächerlich. Erdbeben. He's dead now. Krypuk. What? Der hat einen Krypuk? Ja, okay, das ist wirklich selten. Eieieiei. Das ist krass. Das ist wirklich selten. Gibt der mir das? Kann ich ihm das abnehmen? Ich hätte gern deinen Krypuk. What? Wie viel hält das aus? Das ist bestimmt auch wieder super nervig zu bekommen. Das ist irgendwie meistens so. Also Krypuk war bisher, nur wenn es das in Versionen gab, extrem nervig zu kriegen. Und meistens auch nur einmalig. Also dass man konnte das nur einmal bekommen. Obwohl ich sowas mag. Ich mag das, wenn man irgendwo mal Pokémon hat, die man eben nur einmalig bekommen kann. Also das war ja damals so, beziehungsweise... Ja gut, Relaxo konntest du in der ersten Edition zweimal bekommen natürlich. Die Chance war zweimal da. Aber danach gab es halt zum Beispiel ja Mogelbaum bei Gold und Silber, der da im Weg stand, den du nur einmal... Oh, ein Glibunk. Den du nur einmal bekommen konntest. Und sowas finde ich interessant, wenn das nicht unbedingt Legendäre sind, aber du kannst sie trotzdem nur einmal irgendwie kriegen. Irgendwie ist das cool, finde ich. So, was machen wir? Wir... pieseln uns, weil das ist ein Gift-Pokémon. So. Und tschüss. Habe ich ihn ausgetrickst? Habe ich ihn. Hallo, jetzt macht er bestimmt eine Gift-Attacke und es wirkt nicht. Ich bin aus Stahl, Kollege. Was machen wir? Was würde er wohl... Ah, das ist nicht effektiv. Oh, Tiefschlag ist fies. Ich glaube, das ist nicht effektiv. Aber es war gut. Oh, ein Volltreffer. Es war... Eigentlich ist Glibunkel eine heftige Typenkombination mit Kampfgift. Ist aber natürlich super anfällig für Psycho-Attacken. Das sollte man dann nicht unterschätzen. Zack. Ach, das Kami-Hubs. Hier gibt es nur Enton, die hier rumschwimmen.
Okay. Okay, let's go. Westliche Zone 3. Ein wildes Nobilikat. Okay. Ein wildes Mogelbaum. Es läuft weg. Echt. Was bist du? Ein Tarnpinion. Sieh dir nur meine Illusion an. Oh mein Gott, ein Magier. Oder Magierin. Sie hat bestimmt ein Pokémon. Ne, sie ist ein Model. Ach, deswegen Illusion. Auf Zeppeli ist krass. Oh, ich hatte fast damit gerechnet, dass er schneller ist als ich. Wieso ist das nicht sehr effektiv? Oh, deswegen ist nicht sehr effektiv. Der Bait. Oh, ich denke, warum ist das nicht effektiv? Alter. Da wurde ich einfach hops genommen. Krass. Hat die jetzt noch eins oder warum tausche ich noch? Ich hab's nicht gesehen. Ja, nochmal, oder? Ist das nochmal ein Trick? Ich weiß gar nicht, was die Attacken können. Und das ist jetzt ein richtiges Drift-Zeppeli. Ey, die ist ja fies. Oh, das ist voll stark. Ey. Geil. Aber ich kann ja schon Spukball, ey. Das ist ja richtig krass. Okay, wir müssen was anderes machen. Oder was? Oh, wir können... Oh, klar, wir können Funksprung machen. Klar, ist ja ein Flug-Pokémon. Aber Driftzeppeli ist eigentlich echt stark. Hauta. Das ist irgendwie nervig, dass er sich heilt. Egal, das juckt mich nicht. Oh nein, aua. Finalschlag, ja. Stimmt. Aber wie fies. Der erste ist kein Driftzeppeli, der zweite ist eins. Der zweite ist eins. Das war heftig. Aber stimmt, so Ruhe nimmt irgendwie die Form. Stimmt. Boah, wieso sehe ich hier so viel Weiterentwicklung? Ich habe die ersten noch gar nicht gesehen. Hier, Staravia. Wo ist Staralilli? Oder habe ich den schon? Tropius hat auf jeden Fall keine Vorentwicklung. Gut. War auch kein Tropius. Du freches Vieh. Alter Schwede. Wie fies. Moontier ist da, aber ich habe keinen Bummelz. Da läuft ein Knilz. Hier gibt es neue Pokémons. Ein Knilz. Kapilz ist auch ganz cool. Wir machen einfach mal Schlitzer. Wo es jetzt Sporen wird, oder? Sehr schön. Kann der mich nicht vergiften? Kann man kein Pflanzen-Pokémon vergiften? Also eigentlich doch schon, oder?
Nice. Das ist noch ein Tropius. Ist das wieder ein Bait oder ist das wirklich mal ein Tropius? Wir testen es. Hallo. Das ist wirklich ein Tropius. Okay. Level 32 schon. Tropius. Tropius ist heftig. Ich will den aber nicht besiegen. Pamamo. Oh, wie fies. Gott sei Dank. Der will mich aus dem Kampf pusten. Nix da. Ach, schon wieder? Was bringt dann Rundumschutz? Ist das sowas wie Reflektor? Nee, wie heißt das? Doch, Reflektor und Lichtschild, ne? Ist das irgendwie sowas in die Richtung? Ich hab keine Ahnung. Nice. Tropius ist krass. Tropius wäre doch so ein krasses Pokémon eigentlich, wo... Oh! Wo man sich gut irgendwie eine Regionalform vorstellen könnte. Irgendwie, dass das halt nicht im Dschungel da woanders lebt, sondern in, keine Ahnung, was, in Großstädten. Nice, jetzt habe ich Knarksel. Das ist schon mal gut. Der ist schon mal sehr gut. Gut. Bin ich eigentlich noch auf Kurs zur Arena? Ich glaube. Zumindest ist da vorne ein Pokémon Center. Top Äther. Das ist dieser Hund. Den habe ich schon. Dich habe ich doch auch schon, oder? Das ist sogar vor allem die Weiterentwicklung. I don't know. Pachirisu habe ich schon. Da ist ein Trainer. Komm her. Meine Pokémon sind alle nicht so topfit, aber das wird schon passen. Da hinten steht dieses Tentacha. Die Denne! Okay, den gibt's also auch. Das liegt dieser Ninja durchs Wald, durchs Gebüsch da hinten. Seht ihr das? Haha, Spinnweben. Und mit Tiger seine Bewegung. Ich sneak mich voran. Er sieht mich nicht. Ah, Spinnenschild. Und ich gehe da lang. Ich habe ihn doch gesehen. Kann ich nicht sehen, was er macht. Das Vieh sieht auch ganz komisch aus. Level 35. Knuddler. Aber Knuddler trifft nicht immer, ne? Aber es ist halt stark. Ich nehme es mal rein für Zertrümmerer, weil Zertrümmerer, finde ich, ist zu schwach. Julietta! Sorry, Julietta, aber ich muss da hinten hin. Da gibt es irgendwie einen Tentacher. Düt, düt, düt. Ab durch den Sturm. Hallo? Das hat ganz kurze Beine und läuft auf dem Land. What the fuck? Tentagra. What the fuck, ey? Okay. Würde? Aber das ist doch ein Tentacher-mäßig, oder nicht? Warum ist das? Das ist doch keine Vorentwicklung oder keine Weiterentwicklung. Und es heißt halt anders, deswegen kann es ja auch keine Regionalform sein. Also, what the fuck is it?
lebt in feuchten Wäldern. Die Falten, die sich um seinen Körper lösen, sind gummiartig und sehr schmackhaft. Bodenpflanze. Okay. Aber es sieht doch aus wie Tentacher. Es hat keine Weiterentwicklung. Doch, hat es. Es wurde noch nicht angezeigt. Weil der Pokédex ging da von 244 auf 246. Warum ist das wohl so? Warum sind manche Nummern im Pokédex nicht angezeigt? Hm. Mysterien über Mysterien. I don't know. Ein Sichlung. Oh, ich wünschte mir, man könnte das entwickeln, ohne das tauschen zu müssen. Dann würde ich mir sofort Cherox holen. Weil Cherox einfach super geil ist. Au, oh, was macht der denn? Ob man das hier dann auch zu dem Axantor entwickeln kann, was möglich ist? Weil das ist ja nur eine Form gewesen, die es in der Hisui-Region gab. Vielleicht gibt es die hier gar nicht. Ist einfach ausgebüxt, was soll das? Oh mein Gott, ich kann es bestimmt nicht mehr treffen mit Attacken. Schmeiße ich einfach einen Ball auf das Richtige. Das ist auch lustig, dass du den Ball nicht daneben wirst, wenn es Doppelteam macht. Mann, du Schwein, bleib dort drinne. Au. Ich tausche mal aus. Ich nehme mal ihn. Weil der kann, glaube ich, nur normal attacken. Das heißt, dann überlebe ich das lange. Hey, Tropius. Geh weg, ich hab zu kämpfen. Und ich würde gerne jetzt nicht Filiospa damagen lassen, weil ich natürlich gerne möchte... Mann! Du Schwein, Sichlor! Weil ich natürlich gerne möchte, dass es sich demnächst entwickelt und das ist ja kurz davor. Hm. Normal. Ist der nächste Arena-Leiter, glaube ich, ne? Alter, direkt befreit. What the fuck? Was haben wir denn gegen den nächsten Arena-Leiter? Alter! Bleibt einfach nicht drinne. Bald nicht mehr, also ich habe bald keine Bälle mehr, du Schwein. Bleib jetzt drinne. Hey. Alter. Der macht nur Volltreffer. Kann halt nichts mehr machen. Ich würde ihn immer besiegen, glaube ich. Immer beim zweiten, nach dem zweiten Wackler. Immer. Mmh. Ey. Der kann doch nicht mit jeder Attacke und Volltreffer landen. Endlich. Endlich, du scheiß Sichlor. Ach,
Ach, die sind wachen auf. Ich dachte, warum sehen die aus wie Sesokids-Puppen? Die sahen so aus, als wenn das so Puppen wären, die da jemand hingestellt hätte. Pummeluff. Wer seid ihr? Was seid ihr? Zwiebs, gehören die zusammen? Okay. Die gehören wahrscheinlich zusammen, oder? Sieht ja so aus. Ich habe ja nun mal nicht gegen... Ich kann ja nicht gegen zwei Pokémon gleichzeitig in den Kampf gehen. Das ist ja lustig. Klar kann die Doppelschlag, das war logisch. No, don't besieg me. Nur noch drei Superbälle. Nice. Das hat aber gereicht für die. Zwiebs. Oh, Philiospa entwickelt sich fast. Lustig, die gehören wirklich zusammen. Normal-Pokémon. Interessant. Sahen aber jetzt auch nicht so kacke aus, fand ich. Da ist auch noch ein Dedenne. War da gerade im Gras an der Seite. Erstmal heilen, wir sind relativ angeschlagen alle. Und dann brauchen wir noch mal ein paar Superbälle. Ja, so. Kann ich auch schon Hyperbälle kaufen? Nee. Wiederball, Netzball, Heilball, das ist alles nicht so entscheidend. Das kaufen wir uns noch. Und das noch. Ah. So. Hier war noch ein Dedenne irgendwo gerade. Ist natürlich jetzt weg. Oh, ein Evoli! Abfahrt, Evoli! Sagt halt auch nicht Evoli. Das wollte wohl das gerade. Ein Ditto. Nehme ich auch. Ich werde lieber einen Evoli gehabt, ich ehrlich. Alles verwandelt sich hier. Was soll denn das? Was passiert, wenn der jetzt Kehrtwende macht? Überlebt der? Eigentlich müsste der... Der ist schneller als ich. Wie geht das denn jetzt? Ja, okay. Wenn der jetzt Kehrtwende macht, ist der weg, ne? Glaube ich. Oh je, das könnte auch schwierig werden, das zu fangen. Okay, never mind. Nice. Und Philiospa entwickelt sich. Cool, Ditto. Das ist cool, wenn man hier irgendwann mal eine Pension findet und irgendwie Eier braucht oder so. Jetzt geht's los. Yes! Zu Maskagato. Sieht schon ganz cool aus. Pflanze Unlicht ist super heftig. Magier-Pokémon. Alter. Mega gut.
Blumentrick? Der Anwender greift an, indem er dem Ziel einen Trickstrauß zuwirft. Diese Attacke trifft immer und hat zudem hohe Volltreffergarantie. What? Das ist ja mega krass. Trifft immer mit hoher Volltreffergarantie. Das ist heftig. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Pokémon tauschen hier. Ah, Knarks ist auch ein bisschen schwach für den ersten Platz hier. Okay, so, Dedenne, du warst doch hier irgendwo. Efel. Da. No, ich will doch ein Dedenne. Willst du mich verarschen? Ah, tschüss. Mann. Dann das zweite Ditto jetzt hier. Stimmt, mir fiel gerade ein, so... Das Evoli, was hier rumlief, könnte ja auch voll selten gewesen sein. Weil bei allerersten Version hat man zum Beispiel Evoli auch nur ein einziges Mal bekommen. Ist ja auch so ein Pokémon gewesen, was man nur einmal bekommen hat. Genauso wie Lapras früher. Stimmt. Lapras. Haben wir das hier überhaupt? Raffel? Na egal. Lapras hat man auch nur einmal gekriegt. Lapras hat man sogar bei Gold und Silber, glaube ich, nur einmal bekommen, ne? Da war das ja wochentags abhängig, dass das in der einen Höhle war. Irgendwie so freitags mittags oder irgend sowas. Okay, vielleicht gibt es hier gar keinen Dedenne, sondern es ist immer inkognito. Das ist doch die Weiterentwicklung von dem kleinen Hund, oder? Ja. Nee, von Hefel. Lustig. Das finde ich witzig. Einfach so ein gebackenes Brötchen. Okay, wir sind in der nächsten City. Aber die Uhrzeit sagt, dass wir die Aufnahme ab hier beenden werden. Und wir werden beim nächsten Mal direkt zur Arena gehen und direkt den Arenaleiter der Normal-Arena herausfordern. Und wie das ausgeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.